Im Reich der Pflanzen werden wir heute etwas Praktischem anfangen. Und zwar geht es um diese Monstera, schon wieder Monstera. Ja, okay, aber mich interessiert jetzt hier die Wurzeln, die Luftwurzeln. Wir schauen sie gleich auch näher an, ganz klarer Fall. Ja, meine Lieben, das wird eine spannende Geschichte hier in dieser Kiste, denn hier haben wir so ein kleines Mini-Terrarium und da entwickelt sich wieder mal etwas. Es hatte sich ja damals schon mal etwas selbstständig entwickelt, ein Farn. Und dieses Mal entwickelt sich wieder etwas selbstständig, wo ich noch nicht weiß, was das ist. Und das gucken wir uns auf jeden Fall auch an. Aber zunächst mal fangen wir mit der Monstera an. Um die Luftwurzeln gezielt in den Boden zu bekommen, denn das wäre doch schon... ja, vorteilhaft für die Pflanze selber. Ich meine, sie sieht so schon ganz gut aus, muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, die Luftwurzeln selber, die sie auch schon ausbildet, weil wir jetzt relativ hohe Luftfeuchtigkeit auch haben, das sieht man hier, ne? Aber die hören irgendwann auf zu wachsen und dann ist erstmal Stopp. Und die möchte ich doch gezielt jetzt in den Boden reinbekommen. Und wie wir das machen, das zeige ich euch heute. Dazu brauchen wir einfach ein Stückchen Folie. Ich nehme jetzt diese Noppenfolie, weil die ein bisschen stabiler ist. Sie wabbelt nicht so rum und fällt ineinander oder zusammen. Das werden wir jetzt einfach um die Pflanze drumlegen. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, aber da muss noch was und hast du nicht gesehen? Nein, muss nicht. So, was wir machen müssen, müssen hier einen kleinen Schlitz reinschneiden, damit ich die Folie bis unten hinbekomme. Ich lege die jetzt einfach hier mal drum. So, Dalle, reicht das jetzt schon? Ja, ein kleines bisschen tiefer kann er noch. Komm, ein kleines Stückchen schneiden wir tiefer ein hier, dass wir den also bis auf den Boden bekommen. Hier geht es jetzt einfach nur darum, eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erzielen. Und in der Regel wird man sagen, ja, dann musst du doch aber noch, hör mal auf, kommen wir gleich zu. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier hin handhabe, weil ich muss ihn mal drehen, sonst komme ich da nicht drum hier. So, dann wickeln wir das einfach drum hier. Einfach drum, so. Gucken, dass das auf dem Boden unten aufsitzt. Und dann kleben wir das ein bisschen an hier, dass uns das nicht öffnet, dass sich das nicht öffnet. Ne? So, und das war es schon. Mehr braucht man gar nicht machen. Ne? Wie gesagt, man könnte jetzt hier Moos reinstopfen oder auch Substrat oder Erde, whatever, je nachdem, was du gerade auch da in deinem Topf drin hast. Hier geht es nur darum, eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erzielen. Und das geht so tatsächlich ganz einfach. Und da brauchen wir dann in dem Zuge nichts anderes machen. Das reicht also vollkommen aus. Und auch diese Geschichte werden wir natürlich gemeinsam begleiten. So, hier oben verschließt sich das auch noch so ein kleines bisschen. Und somit, ja, können wir das dann beobachten, wie sich das in den nächsten Tagen, Wochen entwickeln wird hier. Jetzt wird es lustig. Mal gucken, wie wir das hinbekommen von der Aufnahme her. Ist nämlich nicht ganz so einfach, weil das alles spiegelt. Hast du nicht gesehen. Aber ich denke mal, im Groben kann man schon erkennen. So, wir haben hier unsere Wand hinten hinter, wo wir dann auch die Lavasteine reingedrückt haben. In diesem Soil-Matsch im Prinzip, ne? Und das hat ganz gut funktioniert. Auch das Moos ist gut gewachsen. Und links oben in der Ecke, ich zeige es gleich von oben nochmal, dann kann man das vielleicht besser erkennen. Hier links oben in der Ecke hat sich der Farn entwickelt. Von ganz alleine. Ne? Von ganz alleine ist er hier reingewachsen. Schon mal interessant, dass das so, ja, von alleine kommt. Ne? So, dann haben wir hier drin die Bucephalandra. Die machen sich relativ gut, muss ich sagen. Sehen nach wie vor knackig aus. Ich drehe das nochmal ein bisschen so, dass man vielleicht erahnen kann, wie das aussieht. Egal, mit den Spiegelungen ist natürlich jetzt nicht der Burner, aber ist okay. So, jetzt siehst du es vielleicht schon. Dort links im Bilde. Das kleine Blatt da. Ja, was ist das? Und wie kommt das da rein? Was wird sich dort entwickeln? Oder ist das irgendein... Das sieht schon aus, könnte man fast sagen, wie ein kleines Alocasia-Blättchen. Also das ist jetzt mal sehr interessant. Ich versuche noch eine andere Aufnahme hinzubekommen. Aber versprechen kann ich nichts. Und hier unten steht also immer ein bisschen Wasser drin, wie wir sehen. Ne? Im Prinzip so ein kleiner Teich, kannst du sagen. Ja, das ist schon eine geniale Geschichte. Ich drehe das nochmal seitlich, dass wir nochmal sehen können, wie die Rückwand aufgebaut ist im Prinzip. Auch wenn es jetzt spiegelt, ne? Das ist also Matsche im Prinzip, ne? Soil-Matsche. Und dort haben wir die Steine einfach reingedrückt. Ich glaube, heute werde ich das Moos auch mal zurückschneiden. Am liebsten hätte ich es auch ganz raus, muss ich ehrlich sagen. Weil, ja, das wird irgendwann einfach too much. Ne? Man könnte es jetzt natürlich wachsen lassen, so als Naturhabitat, ne? Bis es komplett dicht ist. Aber das ist ja nur ohne Sinn und Zweck der Sache, für mich zumindest nicht. Und von daher, ja, okay, ich schaue nochmal mit uns gemeinsam von oben rein. Hier sehen wir jetzt oben den Rand nochmal, ne, wo das Ganze startet im Prinzip von oben nach unten. Hier haben wir extra kein Moos reingedrückt hier oben, weil sonst wird es ja direkt unter dem Deckel wachsen und das bringt es ja auch nicht. Ne.
weil da ist ja ein Deckel drauf. Und hier sehen wir jetzt nochmal das Moos und den Farn. Gucken, wie ich das ein bisschen näher dran kriege. Da siehst du unten diesen komischen Fleck, diesen grünen. So entsteht das Moos, der Farn tatsächlich. Ne? Alles schon interessant so mitzunehmen. Ja, okay, aber wie gesagt, das Interessanteste jetzt ist tatsächlich dieses Blättchen da unten. Ne? Was ist das? Was kann das sein? Aber es ist jedes Mal wieder eine Faszination, wie sich irgendwas selbstständig einfach entwickeln kann. Jetzt wird schon wieder unscharf. Also man kann noch nicht wirklich deutlich sagen, was es mal wird oder was es ist in dem Sinne. Aber ist okay, denn es sieht auf jeden Fall gut aus. Die Busse Phalandra, ja, die sind auch knackig. Die linke hatte auch geblüht gehabt. Das ist schon wieder Matsche, die Blüte mittlerweile. Wachsen sehr verhalten und sehr langsam hier drin. Aber dafür sind die halt auch geeigneter. Ne? In dem Sinne, für solch ein Mini-Terrarium. Ja, okay, wir werden das Moos auf jeden Fall jetzt zurückschneiden. Ich werde es nicht zurückschneiden. Ich werde es versuchen rauszuholen hier. Denn ja, mir gefällt dieses Moos nicht, das ist definitiv so. Das wird mir hier zu langstielig drin. Dann zuppel ich das einfach mal vorsichtig raus hier. Wenn jetzt ein bisschen was drin bleibt, ist auch nicht so schlimm. Ne? Aber das, ja, es ist nicht so schön. Es ist einfach zu fusselig gewachsen in dem Sinne. Von daher ziehe ich das jetzt einfach raus hier. Das hängt auch gut fest, muss ich sagen. Hat sich gut verankert. Mal aufpassen, dass wir eine Möglichkeit nichts anderes rausziehen. Ja, jetzt kommt die Wand auch besser zur Geltung wieder tatsächlich. Ja, nee. Anfangs war es ganz schön, ne, als es noch klein war. Und wie gesagt, wenn man es jetzt zurückschneiden würde, wäre es ja auch wieder okay in dem Sinne. Aber mir gefällt es nicht. Mir gefällt es einfach nicht. Es ist ein bisschen struppig hier. Mein Kopf ist im Moment auch wieder struppig. Muss ich langsam auch wieder schneiden. Die Haare kann ich nicht rausziehen, das geht nicht. Ne? So. Ich bin echt mal gespannt, was sich da unten für ein Pflänzchen entwickelt. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht mit rausziehe. Versuche mal vorsichtig. Vielleicht ist es auch gar keine Pflanze, vielleicht ist irgendwas, ein Blattstück vielleicht irgendwie runtergefallen oder was von dem Farn. Jetzt habe ich schon, das Ding bewegt sich gerade. So, versuche mal gucken. Ich weiß nicht, es hängt fest, es scheint eine Wurzel zu haben. Oh, 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 das wird spannend. So, ich muss ein bisschen aufpassen, weil der Farn da unten drin ist. Nicht, dass wir uns den mit rauszuppeln hier. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, doch, der scheint schon eingewachsen zu sein. Der kann aber auch nicht ewig drin bleiben. Es sei denn, wir haben Glück und er wächst minimalistisch. Manchmal ist das ja so. Manchmal ist das so. Das Stück noch hier. Vorsichtig, jawohl. Oh. So, jetzt haben wir das meiste aber raus. Und eine Ecke ist noch ein bisschen hier. Und dann haben wir es gleich. Jawohl, guck mal. Ja doch, das sieht auch wieder hübscher aus. Und da kann man sich dann auch überlegen, was man gegebenenfalls noch mit reinpackt oder was sich auch selbst... Oh, wo ist das Blatt hin? Oh nö, jetzt muss ich mal suchen gehen. Oh, da habe ich auch gerade Schock gekriegt. Ich habe es wieder gefunden. Ich habe es wieder gefunden. Ich werde es einfach mal hier unten rein. Halt, ein bisschen tiefer. Moment, so. Gucken, dass es ein bisschen Kontakt hat hier unten zum Wasser vielleicht. So. Ich glaube, so ist okay, ne? So. Na, jetzt lassen wir es unten drin liegen. Ja, lassen wir uns überraschen, was sich da entwickeln wird. Ist schon. Oh, ja. So, dann hier kannst du auch nochmal sehen, wie tatsächlich der Farn entsteht. Ne? Hier dieses. Sieht aus wie Lebermoos, da unten in der Ecke übrigens auch noch. Ne? Und aus diesem Stückchen wächst irgendwann eine kleine Pflanze heraus, dass man das mal so mitnehmen kann. Wie der Farn da reinkommt, weiß ich nicht. Die Sporen, ganz klarer Fall, aber okay. Ja, supi. So, nachdem alles wieder gecleant ist, werden wir jetzt noch eine Pflanze reinschmeißen. Lol. Ja, die Kamera ist leider im Wege. Das ist ein bisschen Hampelei hier. Das ist die Macravia Sintensii. Die hatten wir in diesem Moos mit reingelegt. Das ist Mini-Terrarium. Und das ist da irgendwie nicht wirklich gewachsen. Gut, Wurzeln sind ein bisschen gewachsen, aber auch nicht viel. Und ich versuche das jetzt einfach mal hier dran zu legen, damit es sich ebenfalls hier dann ja vielleicht doch besser entwickeln kann. Die Macravia war vorher hier drin gewesen, in dem Moos. Ne? Das hat irgendwie bis heute nicht funktioniert. Ich meine, sie lebt. Wurzeln sind ein kleines bisschen gewachsen, aber nicht viel. Düngen tun wir hier nicht. Was mache ich hier? Ich puste hier einmal am Tag. Tatsächlich, wenn ich Lichter mache, gehe ich einmal in die Runde. Dann puste ich einfach einmal kräftig rein. Und da kommt der Deckel wieder drauf. Das ist übrigens nicht luftdicht abgeschlossen. Ne? Und das Licht kommt hier nur seitlich rein, also von vorne. Und bis dato funktioniert das ganz gut, muss ich sagen. Ja, okay. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geupdatet.
Und mal schauen, was wir uns gleich noch angucken gemeinsam. Mal kurz den Namen noch gezeigt, damit du den nochmal lesen kannst. Ich habe dummerweise jetzt manuellen Fokus. Mal schon auf Automatik gehen. Okay. So, ne, das Schätzchen haben wir jetzt mit dazu gebracht. Wie gesagt, war vorher hier eine Moos. Das Moos wächst auch ganz anders, als wie ich es bekommen habe. Wir sehen, das wächst auch tatsächlich langstielig nach oben. Ne? Das bekommt also zu wenig Licht, interessanterweise. Ja, okay. Kommen wir jetzt nochmal zu unserer Bambino. Ja, hier ist die Perwert immer noch bei 7,8, Mikro Siemenswert 200, also die Mikro Siemenswert haben wir runtergebracht. Das heißt, wir dürfen jetzt dann tatsächlich auch düngen. Wir nehmen wieder reines Wasser hier tatsächlich, bei uns Osmosewasser, und geben hier 1 Milliliter von dem Compo Complete rein. Dann rühren wir das einmal kurz um. Und somit bringen wir jetzt Nährstoffe rein und dementsprechend den pH-Wert dann auch nochmal ein Stück runter. Ja, ist schon interessant, ne, was dieser Tontopf hier in dem Falle alles so abgibt. Oder abgegeben hat. Auf jeden Fall spannend, muss ich sagen. Das ist eine richtig coole Sache, dass wir das also so mitnehmen. Das ist bei 400 Mikrosiemens. Das ist übrigens auch ein 1000er Kandidat, aber jetzt anfangs hier mal langsam ran, ne? Nicht zu viel auf einmal. So, dann fluten wir die Geschichte wieder ganz und lassen den wieder ein, zwei Tage drin stehen. Und dann werde ich das nochmal checken, ob dann der pH-Wert jetzt endlich mal runtergeht. Ja, ist schon interessant, was so Tontöpfe alles speichern können. Ne? Das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. So, jetzt ist er geflutet. Und wie gesagt, dann warten wir jetzt ein paar Tage ab. Und dann schauen wir mal, wie er sich dann weiterentwickelt. Hier nochmal kurz die Begonie gezeigt, die Schiefblattbegonie. Die darf ich jetzt auch wieder anbinden tatsächlich. Nicht, dass sie mir wieder umfällt. Und der gibt es hier in dem kleinen Pöttchen also auch richtig gut, muss ich sagen. Die dürfte ich auch mal wieder durchspülen. Ne, nach langer Zeit sollte man dazwischen immer machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe. Nicht ganz ehrlich, aber ist auch nicht schlimm, weil ich mache es dann jetzt einfach mal. Und dann ist soweit okay. Ja, Bambino. Aber nach wie vor zickt sie also nicht rum. Ne? Die macht das ganz brav mit hier. Da wir die Suppe jetzt schon mal angemessen haben, angesetzt haben, angemessen, jetzt ist schon wieder soweit. So, gehen wir auch hier zu dem Schätzchen nochmal, unser Syngonium Albo Variegata. Das neue Blättchen hier entfaltet sich nach wie vor wunderbar, zickt in keinster Weise rum. Da haben wir umgetopft aus der Kokoserde hier ins Labergranulat. Auch hier ist der pH-Wert noch etwas zu hoch, liegt bei 7,2. Ist aber nicht so tragisch. Hier machen wir das nicht im Flut, sondern einfach im Gießverfahren. Und dann gießen wir hier das auch wieder rein. Das kann hier im Anstaub schön stehen bleiben, auch tatsächlich. Und so kann ich das immer wieder mal in Ruhe checken. Das ist hier noch ein Lernfaktor, ganz wichtig zu wissen, ne? Damit wir mitnehmen, wie sich das so entwickelt mit diesem Labergranulat und inwieweit man wie eingreifen kann, sollte, muss oder ne? Whatever. Damit wir da also auch irgendwann auf den Punkt kommen. Aber das ist, wie gesagt, im normalen mineralischen Substrat. Ha! Normales mineralisches Substrat. Lol, jetzt ist soweit. Ich sage dir, du, also im Vulkaflor ist das genauso. Ne? Nicht, dass du denkst, das wäre jetzt nur hier so. Von daher sollte man das wissen, mineralische Substrate, sollte man auf jeden Fall den pH-Wert im Auge behalten. Das ist das Allerwichtigste bei den Pflanzen, denn ansonsten kannst du Pech haben, dass sie also rumzickt. Oh, ist die schön. Oh, herrlich anzusehen. Tolle Pflanze. Philodendron mögen einen pH-Wert unter 7, also im leicht sauren Bereich. Das heißt, wir sind jetzt bei 7, knapp über 7. Das ist aber soweit erstmal okay. Das Schätzchen macht ja nun mittlerweile Wurzeln, wie wir schon wissen. Jetzt schauen wir uns jetzt nochmal an, wie das aussieht. Tada! Also das sieht richtig klasse aus, muss ich sagen. Mikrosiemenswert ist 120. Das heißt, wir dürfen heute auch von der Variante, die wir jetzt gerade angesetzt haben, etwas nachfüllen. Ich gieße mal noch einen kleinen Schluck raus hier. Einen kleinen Schluck noch. Du kannst auch mal sehen, wie ich das mache zum Messen. So, dann gieße ich das da rein. So, und jetzt kann ich hier ungefähr, ja, so 2 cm nachgießen, von der Höhe her. Und dann kriegen wir jetzt ein kleines bisschen mehr Nährstoffe rein. Wie gesagt, ein kleines bisschen, ne? Wir erhöhen das nicht viel. Nach und nach ein bisschen. Und somit bringen wir dann auch den pH-Wert ein bisschen wieder runter, ne? Das ist schon ganz wichtig. Wieso haben wir einen hohen pH-Wert, obwohl wir reines Wasser verwenden? Weißt du es? Nein, wir haben kein Leitungswasser dazu gegeben. Holzkohle. Wir haben das Schätzchen damals die Schnittstelle in Holzkohle getaucht und das alleine ist schon ausreichend, um bei der Menge Wasser hier den pH-Wert über 7 zu bringen. Ne? Dass man das auch nochmal so mitnehmen kann, was die Holzkohle verursacht bzw. auch für Vorteile haben kann, ganz klarer Fall. Aber zum Bewurzeln war das jetzt richtig gut, muss ich sagen. Und wie gesagt, jetzt führen wir so nach und nach immer wieder ein bisschen von den Nährstoffen bzw. von der Düngerlösung dazu, die wir ansetzen bei der 400er Variante. Und somit wird die Pflanze auch versorgt und schickt nicht nur Wurzeln, sondern dementsprechend auch hat Kraft dann für die Blätter oder dementsprechend für den Neuaustrieb natürlicherweise. Ja, aber wie
wie gesagt, nicht zu viel auf einmal. Sonst gehen dir die Wurzeln nämlich wieder rückwärts. Und das ist natürlich dann nicht gewollt. Okay. Ich habe es ein bisschen dunkler gestellt, sonst blendet das gleich hier, weil die Pflanze, die strahlt nämlich heftig, also richtig heftig. Tada! Ja, guck mal, jetzt können wir schön sehen, den grünen Anteil tatsächlich in einem neuen weißen Blatt. Das sieht richtig schick aus, muss ich sagen. Oh, hier fummeln wir nicht dran viel rum, die ist nämlich noch ganz fein, pergamentartig das Ganze noch, ne? Richtig dünn und durchsichtig fast, kann man sagen. Das muss ich noch entwickeln, aber nach wie vor sieht das gut aus bei der Pflanze, muss ich sagen. Das eine Blatt hatte ja ein bisschen Probleme gehabt, im unteren Bereich das hier. Ne? Da habe ich die Spitze abgeschnitten, weil die anfing bräunlich zu werden. Da tropfte der Schätzchen ständig, aber okay, ich meine, ist ja sowieso schon ein Wunder, ganz ehrlich, dass das Ding überhaupt noch so existiert. Wie es da steht, ne? Weil so viel Weiß ja, ist schon ziemlich heftig. Ne? Aber okay, wir wollen am Ball dranbleiben, um mal zu gucken, ob uns das vielleicht doch gelingen könnte, diese Pflanze so in dem Zustand zu erhalten. Ja, ist schon eine Herausforderung, aber das macht auch Spaß, muss ich sagen. Aber nach wie vor gesagt, wir brauchen uns nicht wundern, wenn hier braune Stellen entstehen. Das ist einfach, die Pflanze hat eben kein Green und kann nicht wirklich Chlorophyll bilden und das ist dann schon sehr nachteilig. Da stellt sich mir nochmal eine Frage, wie sieht das mit Zucker aus? Können wir tatsächlich auch Zucker zugeben zum Wasser? Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Was soll ich hier erzählen? Das wäre vielleicht ein Experiment wert, würde ich sagen, wenn man minimalistisch Zucker mit ins Wasser beigibt. Ob das vielleicht solch eine Pflanze unterstützen könnte. Bei normalen Pflanzen braucht man das jetzt nicht machen. Ne? Aber hier wäre das vielleicht mal. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir dann mit dem Syngonium variegata, Albo variegata. Wenn wir dort weißanteilige Pflanzen bekommen, von den Steckis, dass wir da mal dazu übergehen, minimalistisch ein bisschen Zucker mit beizugeben. Aber okay, das ist so ein theoretischer Gedanke. Ne? Wie gesagt, in dem Sinne bin ich da auch kein Fachmann. Aber wir experimentieren ja hier, ne? Und dadurch sind schon ganz tolle Sachen entstanden hier. Okay, wir kommen zum nächsten Syngonium Albo variegata. Das Schätzchen steht hier noch in der Kokoserde und wird nächste Woche auf Reisen gehen. Denn das Gebot ist jetzt beendet in dem Sinne. Und von daher, ja, werde ich nachher dementsprechend kontaktieren per E-Mail, damit die Person weiß, dass die Pflanze bald auf Reisen gehen kann, ne? Und damit du, der du diese Pflanze kriegst, schon mal weißt, ne? Du kannst sie aus der Kokoserde rausnehmen, ne? Sauber spülen die Wurzeln, hat ja gezeigt, wie das geht bei dem Schätzchen hier nebenan. Und dann kannst du sie auch ins mineralische Substrat überführen oder in andere Erde, wie auch immer. Das ist also überhaupt kein Problem. Nur, wie gesagt, anfangs nicht zu viel düngen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Okay, aber ganz ohne Nährstoff geht es natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt momentan die 400er Variante und da klappt das also schon mal einen Tacken besser, muss ich sagen. Ne? Okay, jetzt haben wir ein Paradebeispiel, ja, wie es aussehen kann. Ne, auch das war so ein Half-Moon-Blatt hier als Stecki und wir sehen, das sieht gar nicht so gut aus. Ne, auch das neue Blatt hier, das ist also, da ist nicht viel rausgekommen vom Blatt, nur ein ganz kleines Stück. Das ist schon kaputt gegangen, als es rauswuchs tatsächlich. Also das sieht nicht so burnermäßig aus in dem Sinne. Da will ich jetzt nochmal reagieren. Ich meine, ihr geht soweit schon mal ganz gut, muss ich sagen. Ne, also das ist okay, sie wächst, sie lebt, ne? Auch stirbt sie jetzt nicht direkt ab oder so. Aber ich möchte trotzdem eingreifen heute nochmal, um das Ganze ein bisschen zu unterstützen für die Pflanze, damit sie es nicht ganz so schwer hat. Weil ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es hier drin aussieht. Ne? Ich gieße ja auch die 400er Variante momentan rein und von daher werde ich das Schätzchen mal checken heute. Ja, okay. Vorsichtshalber habe ich jetzt von der Variante, die wir vorhin angesetzt haben, was durchgegossen. Für den Fall, dass der pH-Wert zu hoch ist. Hier sieht es aber anders aus. 6,35 sogar. Ja, wir sehen schon, also Monstera, die mögen doch ein bisschen mehr. Ne? Also ich dachte, hier wäre vielleicht noch zu hoch der pH-Wert, ist er aber nicht tatsächlich. Und von daher ist das so schon mal ganz gut, dass ich das gecheckt habe. Denn der pH-Wert sollte ungefähr bei 7 liegen. Das ist schon vorteilhaft für die Monstera. Das heißt im Klartext, ich werde jetzt nochmal gleich anderes Wasser durchspülen, damit wir wieder auf den pH-Wert um die 7 tatsächlich kommen. Besser ist das, ne? Mikrosiemenswert liegt hier bei knapp 500 momentan. Darf demnächst auch erhöht werden, aber jetzt am Anfang nochmal, ne, zum Einwurzeln und so. Zum Angewöhnen erstmal weniger.
Kommen wir zum Geschwisterchen. Das ist diese vergrünte. Hier hat der Stecki damals ganz leichte Panaschierung gehabt. Warum zeige ich den jetzt? Weil, wann sollte man gießen? Jetzt. Die Erde ist also richtig trocken. Die ist hell, wie man sieht. Ne? Und die Wurzel ist hier schon festgewachsen. Ist so. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier vorne sieht man so eine kleine Spitze. Ne? Interessant, interessant, interessant. Also hier müssen wir auf jeden Fall gießen. Das werde ich in dem Zug jetzt auch schon mal machen. Hier haben wir jetzt 600 Milliliter Leitungswasser, 400 Milliliter reines Wasser und 0,6 Milliliter von dem Compo Complete. Und wir haben hier 580 Mikrosiemens, das ist erstmal okay. Ja, das ist schon mal interessant. Den kleinen Schub gieße noch rein, da darf ich mal richtig vollsaugen wieder, damit er mir nicht hier irgendwann vertrocknet. Ne? Aber da war ich jetzt überrascht, muss ich sagen. Weil bisher haben die immer sehr wenig verbraucht, aber es ist ja Zuwachs da. Ne? Umso mehr Masse da ist von der Pflanze, umso schneller wird das Wasser verbraucht, umso vorteilhafter dann tatsächlich auch für die Pflanze selber. Dann kann die nochmal wesentlich besser wachsen, als wenn sie ständig, ja, wochenlang in der gleichen Suppe steht. Ne? Auch in der Erde ist das nicht der Burner. Von daher, okay, hier kann ich jetzt auch ein kleines bisschen drin stehen lassen, weil er verbraucht jetzt wesentlich mehr als damals. Dann ist das soweit okay. So, den werden wir gleich noch durchspülen, dann auch hier mit der Pampe. Aber da muss ich erstmal was anderes ranholen hier. Lauter kurze Clips, ich sagte, das ist immer ein Haufen Arbeit. So, ich gieße jetzt hier die gleiche Variante durch tatsächlich, also spülen wir richtig kräftig, weil es besser ist, ne? Denn wir wissen die Werte und von daher dürfen wir das hier ruhig machen, um das Ganze dann wieder ordentlich versorgt zu haben. Das ist ja auch noch nicht so lange, dass das Schätzchen drin steht, stand ja damals auch erst in Kokoserde. Noch ein kleines bisschen noch, ruhig durchspülen. Das Wasser musst du nicht wegtun, das kannst du auch woanders dann verwenden, ganz klarer Fall. So, nehmen wir den Untersetzer wieder und dann kommt das Schätzchen da wieder drauf. Ja, so unterschiedlich ist das, ne? Manche Pflanzen mögen Kalk, so wie die Monstera, aber zu viel natürlich auch nicht, ne? Also 7,1 ist noch okay, ab da wird es dann aber auch grenzwertig, also besser tatsächlich bei den Weißanteiligen vor allen Dingen. Bei den Grünen, die zicken in keiner Weise rum, ne? Das ist denen ja, ich würde sagen, egal, aber man sieht schon, die vertragen einiges mehr. Da kann der pH-Wert auch mal bei 6 liegen oder so oder auch mal bei 5,5. Wenn man anschließend wieder ordentlich versorgt, ganz klar Fall. Dann, aber ansonsten sind die, da kriegst du keine Probleme. Müssen nur immer gut versorgt sein, das ist ganz wichtig. Ja, okay, also hier ist das natürlich schon eine Herausforderung, ganz klarer Fall. So, den werden wir auch spülen gleich, allerdings nicht mit der Suppe, denn unser Schätzchen mag dann doch eher leicht saures Milieu. Also muss ich da gleich nochmal anderes Wasser ansetzen. Wir nehmen jetzt die normale Variante, das ist hier ein Viertel Leitungswasser und drei Viertel Osmosewasser. Hier sind insgesamt 2 Liter drin. So, wir haben jetzt einen pH-Wert, wollte ich gerade sagen, Mikrosiemenswert von ja, knapp 370 hier drin. Hier sind auch 2 Milliliter von dem Wasserstoffperoxid drin. Und vom Dünger sind hier, was habe ich dazu gegeben? Wie mache ich das immer, weißt du es noch? Ne, den kriege ich ja gleich gar nicht wieder raus. So, das hier nicht. Pass mal auf, da muss ich ja festhalten. Nutzt alle nichts. Also, 1 Milliliter auf 2 Liter von dem Compo Complete. So, dann spüren wir das jetzt mal richtig durch hier. Von Zeit zu Zeit ist das auf jeden Fall sinnvoll. Vor allem jetzt ja, in solch einem Gefäß, sag ich mal. Ne? Das läuft jetzt auch relativ langsam hier durch. Aber ich muss ihn gleich nochmal woanders hinstellen. Denn ich muss den Becher auch sauber machen, sehe ich gerade. Also in dem Becher, in dem er drin steht. Ne? Ich meine, ist ja schon eine tolle Sache, dass das so lange funktioniert hat. Ne? Das ist schon genial. Aber nee, ich muss den sauber machen hier. Ist auch ein bisschen Schmand drin von Zeit zu Zeit. Ne? Wenn denn, dann machen wir es auch richtig. Ne? Machen wir die alte Wurzel hier unten mal mit. Ne, nicht die alte, sondern die Wurzel nehmen wir mal mit ab hier. So, dann stelle ich dich einfach mit hier drauf auf den Tisch. Und dann spüre ich den so ein bisschen sauber. Muss nicht ganz clean sein, ne? Aber so ein bisschen auf jeden Fall. Machen wir mal Finger zur Hilfe. Am Rand entlang hier richtig schön. Ja, plödert mal alles runter. So, raus mit der Suppe. So, das meiste haben wir jetzt dann außer unten den Rand. Aber wie gesagt, ganz klar muss das jetzt nicht sein oder ganz sauber in dem Sinne. Aber wenn es geht, dann machen wir das einfach mal jetzt. Ne? Hier so ganz kurz nebenbei. So, das ist okay. So, jetzt kommt er da wieder rein. Flupp. Und kann sich hier weiterentwickeln. Allerdings müsste ich jetzt den nochmal anbinden. Ich habe noch kleine Stücke gefunden hier von einem Klettband. Das war an der Gießkanne, die ich mal an die Wand gehangen habe, falls du dich noch dran erinnerst. So, dann machen wir nochmal ein kleines Stück dran hier. Wenn ich das jetzt so hinbekomme.
Einmal hier durch, so. Einmal rum. Jawohl, klappt doch wunderbar. So, dale, okay. Einmal so. Den Rest kann man abreißen. Du kannst, wenn du jetzt Angst hast, was abreißt, dann kannst du abreißen. Wenn du Angst hast, dass du was abreißt, dann nimmst du Schere, weißt Bescheid, ne? Lol. Also man kann es auch abschneiden, ne? Aber ich habe jetzt nicht so viel Bammel. So, dann steht er jetzt auch wieder fester tatsächlich und kann gemütlich weiter wachsen. Siehst also nachgießen brauchen wir nicht. Da unten stehen noch kleine Pfütze drin. Ne, wenn das unten verbraucht ist hier, das sieht man dann tatsächlich auch immer, dann gieße ich immer einen kleinen Schluck hinterher von der 400er Variante momentan. So, okay, jetzt mal eine kurze Pause. Jetzt kommen wir zu einer wunderschönen Pflanze, und zwar die Monstera Adansonii. Kennen wir ja schon, das ist jetzt hier unsere rankende Pflanze aus der Aquabotanica. Sieht richtig gut aus. Hier müssen wir heute aber eingreifen, denn es entwickeln sich wieder Algen hier drin. Wir wissen ja, das kriegen wir mit Wasserstoffperoxid in den Griff. Ich habe jetzt zwischendurch meinen Schluck reingegossen, also bei der 400er Variante mit Wasserstoffperoxid, aber es war tatsächlich zu wenig, dieser kleine Schluck, den wir dazugeführt haben. Das heißt also, heute dürfen wir hier eingreifen. Aber zunächst schauen wir uns mal an, wie das jetzt im Glas tatsächlich aussieht. Und die Werte werde ich dementsprechend auch noch ermitteln vorab, damit ihr das gleich dann einfach mitnehmen könnt. Es ist aber schon, muss ich sagen, auch hier ein cooles Projekt. Also das macht sich richtig klasse, muss ich sagen. Schöne Farbe, also soweit, ne? Läuft es gut, aber wie gesagt, das Wasser wird jetzt ein bisschen green und das möchten wir nicht und von daher werden wir heute eingreifen. Auch hier, wer hätte es gedacht, ja, sehr wenig drin, obwohl wir immer die 400er bis 500er Variante zugießen, momentan ja die 400er Variante im Schnitt. Dass wir das mal kurz mitnehmen, wie das aussieht und jetzt gucken wir uns dann den Wurzelbereich an. Das sieht soweit okay aus, schöne weiße Wurzeln, aber wir sehen auch tatsächlich Grünbildung jetzt hier, Algenbildung. Ich zoome das mal ein bisschen näher dran. Da hinten kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Ich drehe das mal ein bisschen. Ist schon eine coole Sache, ne? Ja, hier müssten wir das irgendwo besser erkennen können. Ja, können wir auch. Pass mal auf, da unten. Da unten, da siehst du es, ne? Also hier bilden sich tatsächlich jetzt Algen und das wollen wir nicht. Und von daher greifen wir da heute tatsächlich mal ein und werden auch hier in dem Zuge, würde ich sagen, ja, etwas kräftiger reagieren. Vorab kurz den pH-Wert mitgenommen, 6,5. Das ist soweit noch okay. Da wollen wir nicht meckern. Manchmal sieht man einfach, wenn man eingreifen muss, ne? Wenn man einfach mal guckt. So, ich werde das nochmal schütteln. Ein bisschen hatte ich schon rausgegossen, das ist knapp die Hälfte. Ich werde das jetzt nochmal schrütteln und schütteln, damit die feinen Bestandteile so ins Wasser übergehen. Und in dem Zuge kann man die dann blups mit rausgießen, größtenteils. Ne? Ups. Ist dann einfacher. So, wie werden wir jetzt reagieren? Wir setzen das Wasser neu an, logischerweise. Wir haben jetzt hier 600 Milliliter Leitungswasser, 400 Milliliter Osmosewasser und 0,5 Milliliter von dem Compo Complete. Und wir kommen jetzt auf einen Mikrosiemenswert. Da brauchen wir übrigens keine Angst haben bei der Pflanze, weil das ist ein Starkzehrer. Wir sind hier bei 500. Das ist im Prinzip die Hälfte von dem, was ich im mineralischen Substrat eigentlich zugeben würde oder halten würde in dem Sinne. Ne, wichtig, nicht ständig dazugeben, weil sonst hast du irgendwann ein paar Tausend drin. Ne, du bist dann auch nicht der Burner. So, nicht der Burner ist jetzt die Algen da drin. Ne, das heißt, wir geben jetzt Wasserstoffperoxid dazu. In dem Fall heute hier auf 1 Liter 3 Milliliter, also etwas kräftiger als sonst. Ja, sonst geben wir jetzt eigentlich in der Regel 1 Milliliter dazu. Aber hier wollen wir doch mal komplett clean abmachen, ne? Und dann nehmen wir halt ein bisschen mehr. Okay, und das kommt jetzt einfach hier rein. Ja, und da können wir uns mal wieder überraschen lassen, wie das miteinander reagiert, wie das dann aussieht. Das werden wir nächsten Tag auf jeden Fall wieder verfolgen dann. Und vor allen Dingen auch, wie die Wasserwerte sich dann entwickeln werden hier drin, ne? Ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas machen, von daher habe ich da auch keine Angst mehr. Da brauchen wir keinerlei Bange haben, weil es funktioniert einfach nur genial. So, machen wir schön voll, dass auch komplett gecleant wird dann. Ja, okay, mal gucken, wie das mit dem Schätzchen weitergeht. Wäre ja mal ganz schön, wenn ich mir irgendwas einfallen lassen könnte, würde, wie wir das Schätzchen ja nach oben bringen, nach oben wachsen lassen können oder wie immer. Ne? Weil so sieht es ja eigentlich auch schön aus, muss ich sagen. Aber wir wissen schon, oder bisher war das eigentlich immer so, dass die Blätter irgendwann anfangen kleiner zu werden. Ne? Aber hier sieht es noch okay aus, muss ich sagen. Also das sieht richtig schick aus in der Größenordnung, wie das ist. Ne? Solange die Blätter nicht noch kleiner werden, würde ich sagen, ist das schon mal ganz schick. Vielleicht könnten wir auch noch mal... Hör mal auf, ich drehe mal ein bisschen, komm mal rum hier. Vielleicht können wir auch einfach nochmal einen Trieb nehmen und
Pass mal auf, das werde ich jetzt einfach mal versuchen, die Luftwurzeln hier mit reinzuhängen. Aber wird das irgendwann zu eng hier drin, wa? Ich versuche es einfach mal. Pass mal auf, ich drücke den, jawohl. Ich drücke den einfach mal mit hier rein, den Trieb. So, dann kann der nochmal einwurzeln und dementsprechend hier oben dann nochmal rauswachsen. Kannst du jetzt zwar nicht sehen. Aber okay, just for fun einfach. Ne? Aber wie gesagt, es ist auch ein just for fun Projekt, ne? Weil es macht Freude, solche Sachen zu machen, wenn man dann die Ergebnisse später mal sehen kann. Ne? Das ist schon ganz schön. Ja, okay, ich glaube, das belassen wir dann so. Und wie gesagt, die Pflanze werden wir dann jetzt auch mal stalken wieder. Das Projekt läuft ja nur auch schon sehr lange, muss ich sagen. Also nicht das hier, sondern hier mit der Monstera Adansonii. Wir haben hier einen pH-Wert von 6,6, das ist schon mal okay. Und Mikrosiemenswert liegt bei... Wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben mit 2 Liter reines Wasser reingeballert. Ne? 2 Liter, 650 Mikrosiemens. Also ist schon recht viel, muss ich sagen. Wie gesagt, 2 Liter Wasser. Ne? Und eigentlich sollte hier eigentlich nichts drin sein. Von daher ist das ganz gut, dass wir das Schätzchen hier mal cleanen. Ich hole nochmal raus, damit du siehst, um was es sich eigentlich handelt. Ein Tontopf. Ne? Um den geht es, dass wir den sauber kriegen. Und deswegen hier im reinen Wasser. Auch hier mit Wasserstoffperoxid tatsächlich. Blub, 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 blub. Oh, das sieht auch schön aus. Plup. Weg ist er. So, hier war übrigens keine heftige Reaktion tatsächlich. Ne? Also was Sauerstoffbläschen angeht, da hat man nicht viel gesehen. Aber okay, gut, dass wir das auf jeden Fall angegangen sind insgesamt. So, meine Lieben, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, und solche Projekte, die also fortlaufend begleiten können, machen richtig Spaß. Hier hatten wir ja auch Wasserstoffperoxid dazugegeben, 1 Milliliter. Hier sehen wir ganz, ganz bisschen Sauerstoff, das sich entwickelt. Also ganz bisschen nur. Das wird hier eine heftige Reaktion geben. Aber das werden wir dann im nächsten Film mal mit Sicherheit sehen werden. Allerdings muss ich die Clip da zwischendurch drehen. Nicht, dass hinter die Reaktion morgen schon vorbei ist, wobei ich nicht davon ausgehe. Ich denke mal, das wird etwas länger dauern bei dem Projekt hier. Ja, auf jeden Fall nach wie vor geht es lustig munter weiter, weil es einfach mega viel Spaß macht. Ne? Ja, guck mal, wie schön die Pflanze aussieht. Das ist also echt genial. Ich glaube, ich kriege das jetzt nicht drauf mit dem Sauerstoffbläschen. Ja, mal gucken, vielleicht kann man ja ein bisschen was erkennen. Ich lasse das Bild jetzt einfach so stehen. Ja, okay, yippie, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Und ich muss heute erst noch gießen, weil heute Morgen wollte ich doch erst den Film fertig machen. Und dementsprechend kümmere ich mich jetzt gleich um die Pflanzen. Okay.